So, einer Spielertrend, weiter geht's mit Spielertrend, dem Zauberer hier im Let's Play von Terra. Ich habe gerade eine Patrouille entdeckt, die mir anscheinend eine neue Quest geben möchte. Die fange ich gleich mal ab. Halt, bleib stehen, Inselbewohner. Und zwar bekomme ich eine neue Waffe, was sehr fein ist. Die probiere ich mir mal zu holen. So, die Terronne, oder die Terron, sammeln sich in kleineren Grüppchen. Oh, das sind diese hier. Wo da schon ein Mitbürger fleißig draufklatscht. Wenn ich jetzt hier sage, in diesem MMORPG, okay, das sind mir zu viele Leute, die da umher taumeln, kann ich den Kanal wechseln. Zum Beispiel auf Kanal 4, wo dann sicher noch weniger Spieler sind. Und da habe ich dann alle Mobs für mich alleine, aber kann man ja auch so machen. What? Wurde der gleich einfach so auf mich aufmerksam? So, Rücksprung. Ja, der war wirklich wichtig. Ich glaube, das wird auch einer der wichtigsten Skills sein, den ich als Zauberer bzw. Damage-Dealer allgemein hier einsetzen muss. Ich glaube, die haben es auch am Anfang hier recht einfach gemacht, um den Gegner mit Absicht hier so lange Fertigkeit, Zauberzeiten gegeben. Also da braucht ja da wirklich extrem lang, bis der da mal seinen Bauchklatscher auf mich macht. Wow, wow, jetzt. Ja, das meinte ich mit. Wow. Ah, das hat eine Abklingzeit. Hui. Aber gerade noch ausgewichen. Jetzt war ich es gewöhnt, dass ich mit Rechtsklick diese Feuerwand aufstelle. Und schon verklickt. Deshalb muss man sich die Skills dann auch sehr gut einbringen. Also in dem Spiel kann man es überhaupt vergessen, dass man ein Klicker ist. Also ich kann zwar hier jetzt klicken zum Beispiel und mir meinen Mana holen. Mit der Maus klicken, aber das wird einfach nicht funktionieren in dem Game. Man muss alles mit der Tastatur bedienen. In anderen Spielen wäre das möglich, dass man mit der Maus klickt. Machen auch viele. Aber das ist eher, ja, da wird man irgendwann Probleme haben. Weil es einfach viel besser ist, wenn man die Maus einfach zum Bewegen hat, um Gegner anzuvisieren oder was auch immer man damit machen möchte. Kaum ein guter PvP-Spieler wird dann im späteren Spiel klicken, einfach mit der Maus. Also das ist einfach so und nicht anders. Sind das hier die richtigen? Ja, das sind die richtigen. Die halten schon wirklich mehr aus. Generell, alle Gegner werden hier viel aushalten, was das Spiel so verspricht. Also keine kurzen Kämpfe, zwei Gegner pullen und dann gehen die down, sondern schon etwas anspruchsvoller. Wieso haben die hier immer so ein Rufzeichen? Heißt das, die greifen mich dann an? Die sind auf mich aufmerksam geworden, aber die sehen gar nicht so aggro aus. Nein, wird gar nicht auf mich aufmerksam. Was da immer für Loot droppt. Hoffentlich wird man da keine Probleme mit dem Inventar haben, weil ich ziemlich leer bin hier. Was habe ich hier? Einen Trank stellt die Ausdauer wieder her. Hey, das ist mal cool. Das ist mal cool. Ich denke mal, das ist nicht so schlecht. Oh, habe ich jetzt hier schon... Nein, das ist meine alte Scheibe. Oder nein, die ist eigentlich stärker. Die hat um ein mehr Angriffsmodifizierer. Rüste ich gleich mal aus. Krümetallerz. Gut zum Craften. Hey, hey, hey. Neue Handschuhe. Und die Schuhe sind gleich. Okay. Also immer auch ins Inventar schauen. Da gibt es auch einige... Was ist jetzt, wenn ich mit dieser Feuerwand gleich beginne? Boah, die zieht da gleich mal beinhart 32% Damage. Aber auch sein normaler Auto-Attack macht da nicht schlecht Schaden. Und weg. Fühlt sich immer genau aus. Bin ich gespannt, wenn dann die Gegner auch etwas stärker und schneller werden. Und flinker vor allem, wie man sich dann als Magier schlägt. Hey, klappt die Liste wieder dazu. So, hier sind die Terrons. Und da gibt es den Terronenhäuptling. Ich nehme mal an, wenn ich einen angreife, kommen alle. Es sind ja eine große Familie. Jetzt bin ich gespannt, ob das ein AOE ist. Oh, die bleiben stehen. Doch, die kommen irgendwie, aber irgendwie auch nicht. So, komm her. Flammenwand. Oh, trifft gleich alle. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das gefällt mir schon mal. Aber ich springe hier einfach immer weiter zurück. Und schon in die nächsten Mobgruppen rein, oder? Ich weiß nicht, der schaut mich an. Jetzt schaut er traurig. Oh, ich will dich doch nicht angreifen. Oh, hey, 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 hey. Die macht hier schon Eis. Ich will das auch erlernen. Oh, Moment. Hatte ich Level Up? Man muss nämlich immer zum Trainer zurückschauen. Zu seinem Ausbilder. Oh, Terronit. Erst einer hat gezählt. Ah, da muss man die Großen. Ich muss 8 von diesen fetten Mobgruppen umlegen. Was bist denn du für ein Gauner? So, da schaue ich mir jetzt aber mal das Quest-Log an. Regionen-Quests. Welche ist denn das hier? Also sehr schön das Questbuch gemacht, auch mit den Dingen zum Anklicken. Oh, sind das die abgeschlossenen schon? Inselbewohner heißt die Quest. Nein, sind sie nicht. So, Terronne, hier sind die alle. Okay, das heißt, ich bin eigentlich richtig, oder?
Sag mir, dass ich richtig bin. Oh, was ist da hinten für ein schönes Teil, eine sehr schöne Skulptur. Hier, das sind doch alles Terrons. Oder haben die nicht gezählt, weil der andere dazu angegriffen hat? Das kann auch sein, weil es bekommt der Spieler das Update, der zuerst angreift. Aha, da wurden mir die Mobs vorher geklaut. So wie es aussieht. Oder ich habe einfach angegriffen, ohne zu schauen, ob da schon jemand hinhaut auf einen Mob. Boah, ernsthaft? 2 Schaden machen die? Da muss ich ja nicht mal ausweichen. Oh, sammelt Terronit. Ah, okay, ich muss da zufällige Quest-Items von denen finden. Die Gegner heißen ja nicht Terronit, sondern Terronen. Alles klar, na gut. Hätten wir das auch geklärt. Also Kill-Quests, dann Quests mit Random-Quest-Drops. Alles ist dabei. Ich denke mal, da wird man das Rad nicht so neu erfinden. Aber ich hoffe auf einige Zwischensequenzen immer. So, Glückwunsch, ihr habt nun Stufe 4 erreicht. Sprich, ich kann vielleicht, hoffentlich, wahrscheinlich, vielleicht oder auch nicht beim Händler, beim Ausbilder was Neues lernen. Aber ich brauche noch ein bisschen Terronit. Das sammeln wir hier nochmal. Mal schauen, wie viel Erfahrung brauche ich jetzt noch. 4400. Sind jetzt in Grau geschrieben. Oh, das sind Stufe 1er Gegner. Das sind alles optionale Quests, aber ich habe schon den Chat ein bisschen verfolgt. Irgendwie da ging es darum, ja, wenn du diese Quest auf dem Level nicht machst, wirst du das später mal mit Level 56 bereuen. Ich weiß nicht genau, worum es da ganz genau ging, aber ich denke mal, es kann nicht schaden, alle Quests zu erledigen. Klar, wenn es jetzt viele optionale Quests werden, wo nur Build-Quests sind, werde ich die auch mal außerhalb eines Let's Plays einfach fertig machen. Aber das Wichtige hier alles schon direkt im Spiel. Hey, das war gerade eine Heilsphäre. Das heißt, die Gegner lassen etwas fallen, womit ich mich dann im weiteren Verlauf aufheilen kann. Das ist auch mal nicht schlecht. So, jetzt gehe ich aber kurz zum Ausbildner und schaue, ob der neue Skills für mich hat. Und werde mal hier meinen Gefechtslauf ausprobieren, der meine Bewegungsgeschwindigkeit, oh, während des Kampfes. Nur während des Kampfes. Mal schauen, ob das auch außerhalb des Kampfes geht. V. Anscheinend wirklich nur während des Kampfes, weil ich komme jetzt nicht wirklich viel schneller vor. Aber bei Dulari kann ich erstmal abgeben. Dulari, Dulari. 900 Erfahrung. Garnison in Not. Ich mag die Questnamen irgendwie. Die liegen so gut im Mund. Sprecht mit Ramun. So, aber ich spreche mit der Magierausbildner. Fertigkeit erlernen. Jawohl, Magma-Bombe. Magma-Bombe Magda-Schilling. So, das kostet... Oh, das kostet auch etwas, aber ich habe genug dafür. Aber kann es nicht erlernen? Habe ich doch nicht genug? Ihr besitzt die erforderliche Fertigkeit. Besitze ich sie schon? Was willst du von mir? Erlernen? Doch, klar, erlernen. So, wo haben wir sie? Die Magma-Bombe. Ziehen wir uns gleich auf die Taste 2. Das war die kleine Ball, den er da so lässig aus der Hüfte geworfen hat. Garnison in Not. Hier ist der Ramun. Er ist die Straße entlang und den Berg hoch. Ich treffe euch wahrscheinlich dort. Okay, wow, halt, stopp, wieso läufst du so schnell? Ach, der ist so schnell, ein flinker Berserker oder ist ein Krieger wahrscheinlich mit den Dual-Wield-Waffen. Und weg ist er. Da, wie ein Game Master verwendet er einfach seine gemeinen Chat-Commands, wo er sich wegteleportiert. Hey, da liegt noch was. Wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Ihr habt keinen Anspruch darauf, was soll denn das heißen? Wenigstens nehme ich's und lasse es nicht so liegen hier. So, jetzt werfen wir mal eine Magma-Bombe hier rein. Gut platzieren und genau in die Mitte, trifft alle. Genial, grenzgenial. Also direkt am Anfang schon AOEs erlernen, das gefällt mir. Aber wenn die Gegner vor mir stehen, ist es uncool. Okay, das heißt, das muss ich ein bisschen noch abstimmen. Wenn die Gegner vor mir stehen, schmeiße ich nämlich diese Magma-Kugel einfach über sie drüber. Oh, das nervt. Da sehe ich jetzt die Abklingzeiten immer von den letzten Skills. Aber ganz ehrlich, das brauche ich ja nicht. Das sehe ich ja hier. Oh, das ist jetzt immer hier. Ich glaube, das ziehe ich mir irgendwo in die Ecke, dass es einfach weg ist und ich das nicht mehr sehen muss. So, ich habe noch eine Quest irgendwo zum Abgeben. Genau, bei der Patrouille Clovis. Inselbewohner. So, hier hast du und gib mir die neue Waffe. Den Schattenwirbel. Yes. So, mal schauen. Unser Augenmerk liegt jetzt hier. Mal schauen, ob sich das Aussehen ändert. Obwohl, ist sie überhaupt stärker? Nein, die ist genau gleich stark, beziehungsweise schwach. Und sieht auch fast gleich aus. Aber, ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Aber war eine Quest und wir haben sie gemacht. Und jetzt ist es nicht mehr rückgängig zu machen, also ist es egal. So, da. Wo ist dieser Ramun hingelaufen? Und mit
Centurione Zier mit Doppel-I müssen wir auch sprechen mit Doppel-E. Nur wo ist die Frage? Gleich hier. Oh, die nächste Brücke wartet hier. Boah, das ist mal ein geiles Teil. Was soll denn das sein? Ich weiß es nicht, aber es sieht einfach nur beeindruckend aus. Und mich wundert es, dass auch gar nicht irgendwie keine Leckeinbrüche und sogar beim Aufnehmen und alles. Natürlich bin ich auch dementsprechend gerüstet, aber trotzdem wundert mich das schon. Ich habe auch die Grafik alles komplett oben, so viel wie nur geht, alles was möglich ist. Nie weg, Centurio. Du bist ein anderer Centurio, mit dir sollte ich gar nicht sprechen. Das geheime Leben der Bäume. Es ist so geheim. Komm näher, Junge, komm näher. Ich schaue aus wie ein Herr der Ringe, aber komm näher, komm näher. Ja, genau. Das geht. Oh, Zwischensequenz. Geht nach Westen und sucht nach einer Baumgruppe mit Ferkel. Vekas der Böse scheint eine Schwäche für Ferkel zu haben. Zeit, dass sich jemand seiner Größe... oder wenigstens kein Ferkel seiner Art. Wir sollten mal die Tierschützer vorbeischauen. Schaltet ihn aus. Oh, schaltet ihn aus. Ein Boss. Oh mein Gott, wir haben den ersten Boss gesehen. Vekas, der böse Baum. Ein Baum, der deinen Namen... Keine Nachricht zu nichtig. Kein Auftrag zu gefährlich. Also wir legen jetzt unseren ersten Boss um? Ist es jetzt euer Ernst? Jetzt schon? Er hat irgendwas von Westen gesprochen. Nie ohne Seife waschen. Das müsste also hier drüben sein. Westen, Westen. In den Westen gehen nur die Besten der Besten. Bin ich schon einer von denen? Kann ich mich schon dieser Gefahr stellen? Die Runde machen. Okay. Wie befohlen, mein Guter. Wie befohlen. Und noch eine Quest. Garnison in Not. So, meldet euch bei Präfekt Aschak. Präfekt Aschak. Präfekt Aschak. Und hier, Leolin, die Wache, hat auch eine Quest für mich. Wahrscheinlich nur eine Nebenquest, aber es gibt gute Ausrüstung. Und das habe ich auch gelesen. Man soll anscheinend, das Handwerk ist auch sehr wichtig für die Ausrüstung. Aber es soll angeblich auch recht gute Ausrüstung allein nur von den Quests geben. Gegen Ferkel soll ich kämpfen. Gegen Ferkel, gegen Ferkel, gegen Ferkel, gegen Ferkel. Hier sind die Ferkel. Wieder so eine Mobgruppe. Anscheinend wollen die es wirklich wissen. So, probiere ich jetzt mal, die zusammenzupullen. Wieso habt ihr alle ein Rufzeichen? Die sind aber non-agro anscheinend, deshalb. Aber das Rufzeichen heißt, ich bin in ihrer Range sozusagen, nehme ich mal an. Los, lauft alle da hinein, alle da hinein. Da kommt schon ein Lanzenträger. Sir Lancelot. Hallo, mein Lieber. Wie geht es Ihnen? So riesig ist die Lanze und dann, wenn er sie einsteckt, wird sie auf einmal ziemlich klein. Ja, das sind die geheimen Zauberkräfte natürlich. So, aber wo im Westen? Jetzt muss ich diese Quest anschauen. Vekas, der böse Baum. Das geheime Leben. Handlungsquests. Oh, das ist eine wichtige Quest. Vekas. Ziele Vekas. Wo ist er? Oh, hier. Sagtest du nicht im Westen? Das ist doch Nordosten. Ja, also manche haben es nicht so ganz. Ich glaube, zu Weihnachten schenke ich dem einen Kompass, weil, ja, der hat da irgendwie Äpfel mit Birnen verwechselt. Aber dann schauen wir mal zum Vekas. Genau, und immer die Quest anscheinend, die ich dir als letztes angesehen habe, wird auch direkt hier auf der Karte eingezeichnet. Jetzt bin ich gespannt. Bin ich schon für Vekas gewappnet? Oh, das sind schon einige am Werk. Hui, ich glaube nicht, dass ich da das Quest-Update dann bekomme. Welchen Level hat er? Stufe 4. Los, ein Magma-Ball wird hineingeworfen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Quest-Update erhalte. Nein, erhalte ich nicht. Ich habe keinen Anspruch darauf. Aber hey, da gibt es mehrere WKs. Nein, gibt es nicht. Oder doch, hier ist nochmal der WKs. Das sind auch Ferkel. Da ist ein normaler nochmal der WKs. Juhu, ich liebe Quest-Mobs, die schnell wieder auftauchen. Das ist sehr schön. Das freut einen Spieler, der dann nicht eine halbe Stunde wartet. 11 Schaden macht das nur bei dem? Boah, der hat ja eine mächtige Feuerresistenz. Was geht mit dir? Der ist ja ziemlich heftig drauf. Wupp. Ah, zu weit weg. Komm, greif an, greif an. Und das dauert lang bei dir. Wow, aber echt, der Schaden ist ja verschwindend gering.
Weich aus! Nein! Wow, das war in letzter Sekunde. Also ein bisschen übertreibe ich es manchmal. Verzaubert Gegenstände, indem ihr im Menü irgendwo hinklickt. Ja, Gegenstände kann man auch entsprechend verzaubern. Wenn man ganz fleißig war und die recht hoch verzaubert hat, kommt auch eine Meldung im Zonenchat, sofern man diese Meldungen aktiviert hat. Und dann kann man den anderen Spielern gratulieren, die Mächtiges erreicht haben. Jo, aber man merkt schon, wie gesagt, dass die Gegner da einiges an Leben haben. Da werde ich auf jeden Fall meinen Damage-Output erhöhen, um das Ganze auch zu beschleunigen. So, diese Quest ist abgeschlossen. Na, das schau mal einer an, mein lieber Vekas. Du liegst am Boden und ich erfreue mich eines erfolgreichen Sieges. Und da steht sogar Baumfeld! Ziemlich witzige Questtexte, wenn man die Zeit hat und sie auch durchliest. So, wo muss ich hin? Jetzt verwechsle ich aber Äpfel mit Birnen. Oh, man kann ziemlich weit hinauszoomen, aber auch ziemlich weit hineinzoomen. Die drehen sich dann immer zu einem hin? Doch, der ist jetzt aggro, oder? Komm her. Was ist mit dir? Was ist? Schau mich nicht... Was schaust du mich so an? Schau mich nicht so an! Ey, was ist mit dir? Okay, das war jetzt überflüssig. So, dann geht's wieder zurück. Okay. Hier ist sogar ein Wappen aufgestellt mit dem Gildenlogo von den Kuschelmonstern. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Hey, das kann ich sogar angrabbeln hier. Das Vanarchenbanner. Zollt Kuschelmonster Respekt. Okay, mein größter Respekt geht an die kuschelnden Monster, denn die kuscheln immer und sind trotzdem so böse wie Monster. Das geheime Leben der Bäume, ich habe ihn erledigt. 1500 Erfahrungspunkte, rück rüber damit. Und ich bekomme seine Pantoffeln. Ich hoffe, die sind gewaschen, denn Fußpilz ist eine schlimme Sache. Die kann ich sogar nicht mal noch tragen, diese Items. Für Stufe 6 oder höher. Sollte ich schon Stufe 6 sein? Was soll denn das? Bin ich unterlevelt? Kann es ja nicht sein. So, das war aber die einzige Quest, die ich hier abgeben kann. Oder ich muss Serumproben finden. Und ich muss noch diese komischen Ferkel da umklatschen. Hier sind die Ferkel. Ah, komm her. Kommt nur her. Wo ist die Mama? Ist das die Mama, die Große? Mami. Wo ist eure Mami? Wow, klarer Sieg. Genau das sind die. 10 Stück muss ich von denen umklatschen. Die sind ja so langsam, dass ich komme mir vor wie ein Game Master. So leicht ist das hier. Da hinten nochmal die Ferkel. Mal schauen, sind zwei Ferkelgruppen hier irgendwo in der Nähe? Dann probiere ich gleich mal mehrere zusammen zu pullen und probiere mal aus hier, wie weit die Gegner einem nachlaufen. Boah, hier sind viele. Kommt ihr mit? Ihr seid ziemlich langsam, aber ihr kommt mit, oder? Boah, das sind genug. Hui. Macht das Spaß. Und da drüben gleich wieder welche. So, hier Flammensäule aufstellen, zurückspringen, Magmaball rein und bäm, ab geht die Post. Das gefällt mir. Ich glaube, der Zauberer war eine sehr gute Wahl. Eine ausgezeichnete Wahl war der Zauberer. Leicht im Abgang, milder Höhepunkt. Der Zauberer ist schon eine gute Wahl gewesen. 6 von 10. Übt das Besiegen großer Gruppen an Ferkeln. Aha, steht sogar im Questtext. Das heißt, da zählen immer nur die Gruppen. Boah, wenn man diesen Magmaball da wirklich gut platziert, leider hat er so eine lange Abklingzeit. Vielleicht kann ich den noch upgraden und dann dementsprechend die Abklingzeit verkürzen. Boah, das ist schön, das ist schön. Hier noch eine Wand aufstellen. Und wenn man Erfahrungspunkte erhält, fliegen auch solche kleinen Bubbles immer zum Charakter hin. Das finde ich auch sehr schön gemacht. 9 von 10, da zählt irgendwie nicht alles. Ich glaube, nur die, die man so mit dem AOE umklatscht. So, die stehen mir zu weit auseinander. Hier, die Gruppe ist schön. Da noch einer hineingeschmissen. Hier, was für euch. Leckerlis. Waren die gerade alle down? War das ein Crit oder was? Geil, Omat. So, da lass, sauber. Ihr könnt auf Geflüster antworten, indem ihr die Taste R drückt. Nein, stimmt nicht, denn ich habe die Taste R in meinem Interface umbelegt. Ha, damit hättest du wohl nicht gerechnet. So, Quest abgeben. Oh, die Norux brauche ich auch. Serumproben. Von den kränklichen Norux. Ui, die halten auch mehr. Nimmt der jetzt Anlauf? Stürmt der jetzt her? Oh nein, der war nur AFK kurz. Der musste noch was mit seiner Mama klären. Oh, alles gleich kritisch. Kritisch gefällt mir. Ich glaube, wenn man da irgendwie die Wahl hat, auf etwas zu skillen, schaut mir kritisch für den Zauberer mal nicht so schlecht aus. Vor allem, ich sollte auch öfters von den Gegnern hinten angreifen.
Denn da soll ich ja so eine Rassenfertigkeit haben. Oh, Stufe 5! Stufe 5! Ist denn das die Möglichkeit? Stufe 5 schon und bis Stufe 60 geht's erstmal. Wenn das Leveln so weitergeht, aber ich nehme mal an, es ist so wie in jedem Spiel irgendwie. Am Anfang levelt man sehr schnell bis zu einem Punkt, so irgendwie Level 40, 50, schätze ich jetzt einfach mal. Dann geht's... Oh, das war ein Fehler. Dann geht's bedeutend langsamer. Und die letzten Level dauern dann einfach, dass man das nicht so schnell erreicht. Ich kann mich aber auch täuschen. So ist es nur einfach, was meine Erfahrung sagt. Ein neuer Tunika. Und zwar ist der stärker. Und sieht auch bräunlicher aus. Passt zu meinen Hörnern. Aber das ist schon ein feiner Zauberer. Und dieser Körper, der muss ja den ganzen Tag trainieren und Eiweißshakes und Käse und Quark essen bis zum Abwinken. Der hat ja noch kaum Zeit für Dungeons und Instanzen. Das ist ja ein Hammer. Das Ferkel schaut mich schon wieder so an. Es bereitet sich vor, aber macht irgendwie nichts. Was soll denn das? Gegner sind irgendwie schwach. Kann ich... Oh, da hinten habe ich den Silber vergessen. Entschuldigung, Silber, komm her. Silber, gehört es mir? Jetzt gehört es mir. So. So sieht's aus im Schneckenhaus. Letzter Noruk. Ah, Mann. Jetzt dreht er sich weg. Was machst du nur? Flüchtet er jetzt? Ich glaube, er hat gesehen, dass er chancenlos ist. Und läuft einfach davon. Tja, diese Mobs. Diese Mobs. Noch so ein Gewand. Ist es das gleiche? Nein, das ist anders. Boah, verschiedene Items gibt es aber viele. Doch, das war das gleiche. Na, egal. So, Quest abgeben. Minimap, wo bist du? Ah, hier muss ich hin. Ja, ich bin eher nicht so der Pfadfinder. Dann gibt es zwei Quests zum Abgeben. Ausdauer ist auf 92. Ich glaube, jetzt sollte ich ein Lagerfeuer aufsuchen. Mich dann wieder ein bisschen mit der Ausdauer aufheilen. Obwohl ich auch einen Trank habe dafür. Aber ich glaube, den hebe ich mir für irgendwelche Dungeons auf. Der perfekte Schnitt. Sodala. Handschuhe neue. Okay. Sind die besser? Die sind gleich. Aber egal. Ich ziehe sie trotzdem an. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Aschak. 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 Der Präfekt. Garnison in Not. Was? Wie oft noch diese Quest? Die habe ich schon so oft abgeschlossen und gelesen hier. So, die Runde machen. Da muss ich jetzt mit verschiedenen Leuten sprechen und da erstmal ins Zentrum von diesem Ort gehen. Stadt würde ich es jetzt nicht nennen. Von der Turmbasis muss ich ins Zentrum und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Let's Play Terra mit dem Zauberer Spieletrend.